Hallo Freunde, ich nehme euch mit zu einer Reise in die Vergangenheit, in die weite Vergangenheit. Wir schauen uns ein Tier an, was vor den Dinosauriern gelebt hat. Kommt ihr mit? Dann also los. Was ist das? Wo bin ich? Das ist das falsche Zeitalter. Hier wollte ich nicht hin. Was sind das für Ungeheuer? Ein Tripoderix. Ein T-Rex, bloß weg von hier. Brüllen, entkommen. Genau zu dem, der hinter mir ist, wollt ihr. Aber gehen wir zum Anfang. Wir befinden uns hier im Erdmittelalter, dem Paläozoikum. Und zwar in Devon, 380 bis 360 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Im Devon begann die weiträumige Eroberung der Landmassen, hinter mir ein typischer Devonwald. Auf Land entstanden die ersten Baumfarnen hier Archelpetes und Belab-Gewächse. Auch auf dem Land entstanden die ersten Landwirbeltiere und Lurchen. Hier ist eines davon, der Ichthyostegab. Wir sind nicht hier, um über die Landschaft zu sprechen, sondern über das größte Ungeheuer seiner Zeit, dem Dunkelausstehs. Dunkelausstehs oder Dunkelausstehs, wie er genau ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Dunkelausstehs war ein Placodermit, das heißt Plattenhäuter oder Panzerfisch. Sein früherer Name war Dinichthyos, das heißt schrecklicher Fisch. Seine Länge betrug bis zu 10 Meter und sein Gewicht war bis zu einer Tonne. Der Körperaufbau war ein knobbeliges Skelett und sein Kopf- und Nackenbereich besaß eine starke knöchernde Panzerung. Sein Gebiss bestand nicht aus Zähnen, sondern aus vier beständige und selbstdärfende Knochenplatten. Seine Beißkraft betrug 440 bis 530 Kilogramm auf den Drahtzentimeter. Seine Beißkraft war nicht so stark wie der spätere Urhai, Megalodon. Man schätzt den Lebenszeitraum der Placodermi auf ca. 50 Millionen Jahre. Es gab auch kleinere, etwa einen Meter lange, wie etwa der Krokostoid. So, das war's. Verlassen wir die unwirkliche Welt, bevor mich das Monster noch frisst. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Cora.